Es ist der neueste Trend, Verwandtschaftsbestimmung. Von wem stamme ich eigentlich ab und wie viele meiner Verwandten kenne ich wirklich? Das Ganze per DNA. Oma, Opa, Tante und Onkel, aber bei den Urgroßeltern, da hört es schon auf. Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt den größten Stammbaum der Welt erstellt und demnach sind 13 Millionen Menschen über 500 Jahre miteinander verbunden. Eine Art Superfamilie. Und das finde ich absolut krass. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle spannenden Facts dazu. Herzlich willkommen bei Klicks und Science and Fiction und tausend Dank für den sensationellen Themenvorschlag. Ja, wie gesagt, ein Themenvorschlag über WhatsApp. Vielen Dank dafür und wie ihr da dabei sein könnt und Themen vorschlagen könnt und vor allem die unzuverlässige Abo-Box von YouTube überlistet, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Rund 86 Millionen Personenprofile, die hauptsächlich von Hobby-Ahnen, Forscherinnen und Forschern angelegt worden waren, die sind in die Untersuchung des US-amerikanischen Forschungsteams eingeflossen. Daraus entstanden ist tatsächlich der größte Stammbaum der Welt. Er verbindet 13 Millionen Menschen über 11 Generationen miteinander. Das sind mehr Familienmitglieder als Belgien Einwohner hat. Wow. Und solche Stammbäume verraten unfassbar viel über uns Menschen und die Welt, in der wir leben. Beispielsweise spiegelt der riesige Weltstammbaum solche Ereignisse wider wie die Besiedlung Nordamerikas durch die Europäer, ebenso wie die Kolonialisierung Afrikas. Zudem zeigt die aktuelle Studie aber spannenderweise auch, dass auch im 19. Jahrhundert lange noch innerhalb der Familie geheiratet wurde. Nachvollziehbar auch der Fakt, dass die Menschen, in der Studie waren es vor allem Amerikaner, vor 1750 ihre Partner in einem Umkreis von etwa 10 Kilometer fanden. Diejenigen, die erst 1959 geboren worden waren, bewegten sich schon im Umkreis von 100 Kilometern durchschnittlich, um die Liebe ihres Lebens zu finden. Das US-amerikanische Forschungsteam fand in der Untersuchung auch heraus, dass gute Gene keinesfalls entscheidend für ein langes Leben sind. Bisher dachte man ja, dass das Erbgut zu bis zu 30% für ein langes Leben verantwortlich ist. Doch die Analyse legt nahe, dass dies nur in 16% der Fälle entscheidend ist. Im Durchschnitt könnten gute Gene ein Leben um bis zu 5 Jahre verlängern. Im Vergleich dazu haben andere Studien gezeigt, dass Rauchen zum Beispiel 10 Jahre an Lebenszeit kosten kann. Heißt also im Klartext, solch eine Entscheidung im Leben beispielsweise zu rauchen, fällt demnach mehr ins Gewicht als gute Gene. Das nur als kleiner Funfact am Rande. Doch es gibt immer mal wieder Studien, die zeigen, dass wir doch enger miteinander verwandt sind, als wir glauben. So auch eine US-Studie aus dem Jahr 2013, in der die DNA von 2500 Menschen analysiert wurde. Demnach stammen selbst Menschen, die durch einen Kontinent voneinander getrennt sind, von denselben Vorfahren ab. Und die wiederum lebten erst vor 1000 Jahren und das sind jetzt nicht unendlich viele Generationen. Für die Menschheitsgeschichte ist das tatsächlich nur ein sehr kleiner Zeitraum. Das Forschungsteam suchte nach DNA-Abschnitten, die an die Nachkommen nahezu unverändert in einem größeren Block weitergegeben worden waren. An der Länge der gemeinsamen Blöcke ließ sich also dann ablesen, wie lange der letzte gemeinsame Vorfahre von zwei Menschen zurückliegt. Dazu einer der beteiligten Forscher, Graham Korb. Bemerkenswert ist, wie eng jeder mit jedem verwandt ist. Auf genealogischer Ebene geht jeder Mensch in Europa auf fast den gleichen Satz von vor 1000 Jahren lebenden Vorfahren zurück wie jeder andere. Abgesehen von solchen wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es im Netz viele Möglichkeiten, um seinen eigenen Stammbaum zu generieren. In diversen Online-Datenbanken können Stammbäume geteilt und miteinander verbunden werden. Zudem werden auch DNA-Tests angeboten. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt und der Abgleich mit anderen Profilen soll dann Auskunft über den eigenen Ursprung geben. Dass das Forschungsteam genau solch eine öffentliche Online-Datenbank genutzt hat, die hauptsächlich von Laien angelegt worden war, übrigens ein cooles Beispiel dafür, dass Citizen Science, also Bürgerwissenschaft, von großem Nutzen sein kann, wenn sie entsprechend verantwortungsvoll gemacht wird. Wenn ihr nichts zu diesem Thema und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern, je nachdem welchen ihr wollt. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, die ist ja meistens ziemlich unvollständig. Nur mit so einem Messenger-Abo erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie. Und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren, da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Nicht die, genau, vergessen. Und hier geht's weiter mit, dafür auch draufklicken. Unglaubliches Biohacking, Bakterien infizieren Computer. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.